Hallo zusammen, hier ist wieder Heutela und heute wieder für euch in Dragonfly unterwegs und wollte ich heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute wollen wir uns ein kleines Achievement aus Patch 10.1 angucken und das finden wir einmal unter Berufe, dann Kochen und hier haben wir dann den Erfolg, die Käsegabe. Und was müssen wir dafür machen? Teilt das großartige Rezept der Rezeptratte mit hungrigen Ratten in ganz Azeroth. Und als Belohnung gibt es dann auch noch, hier Roland. Zusätzlich bekommen wir, wenn wir das Achievement hier machen, natürlich auch noch ein Kochrezept. Ganz wichtig, kleine Information, das ist nicht das Rezept aus diesem Vault, Sekera Vault, wie der genau heißt, aus 10.07, sondern das ist quasi ein neues Rezept, das wir uns holen müssen. Und das ist ja wieder so ein kleines Rätsel und da fangen wir einmal hier in SW im Käseladen an. Und zwar bin ich jetzt hier in SW auf den Koordinaten 66, 73 und hier in dem Käseladen gibt es dementsprechend einen Käse, den wir uns kaufen mussten. Und zwar feiner alter Cheddar. Da nehmen wir jetzt lieber mal ein paar mehr mit. Nehmen wir mal 20 oder nehmen wir mal 40 Stück mit, sicher ist sicher. So, haben wir jetzt ein bisschen Käse gekauft. Falls ihr euch jetzt fragt, ich bin Hordler, ich kann mir den da nicht kaufen. Diesen Käse gibt es so gut wie bei jedem Käsehändler. Ihr seht, hier sind die ganzen Gebiete und das ist, glaube ich, noch nicht mehr abgeschlossen. Heißt, das könnt ihr auch in Donnerfest kaufen, in Silbermond und so weiter. Also den gibt es auch in den fünfsten Landen. Überall kann man den hier in Azeroth kaufen. Im AH ist er, glaube ich, aktuell seht ihr hier 1,90. Falls ihr jetzt keinen Käseladen findet, könnt ihr euch den auch einfach für 1,90 Gold im Auktionshaus kaufen. So, also Käse haben wir einmal gekauft von dem Kollegen und jetzt müssen wir zurück nach Dragonflight. Udala, jetzt sind wir hier angelangt und zwar bin ich natürlich im neuen Gebiet, Zaralek-Höhlen und hier bin ich jetzt relativ weit oben auf den Koordinaten 52, 26 und hier ist so ein kleines Gebäude und wir müssen quasi in das Gebäude rein. Es hat einen relativ großen Eingang, weil hier anscheinend irgendwas kaputt gegangen ist. Und wenn wir hier drin sind, dann haben wir hier ein paar NPCs und rechts neben den NPCs ist hier so eine Box. Und in der Box können wir jetzt quietschender Lochkäse anklicken. Das machen wir einmal. Und wenn wir das anklicken, dann seht ihr, looten wir die Rezeptratte. Und das ist jetzt ein Item, das wir aktivieren können. Und zwar alle 5 Minuten. Das machen wir jetzt mal. Und ja, gut, jetzt habe ich schon wieder einen Add-on-Bug. Dann sehen wir uns gleich nochmal. So, udala, jetzt haben wir einmal gereloggt. Jetzt soll es hoffentlich funktionieren. Und zwar drücken wir das jetzt einmal. Und tada, jetzt haben wir hier zerrissene Rezeptfetzen. Wir brauchen insgesamt 30 Stück, um dementsprechend das Rezept zusammenzusetzen. 5 haben wir bekommen und das Ganze hat, wie gesagt, 5 Minuten Abklingzeit. Also ihr müsst jetzt eine Weile immer warten, bis ihr euer Rezept zusammenschustern könnt. Wichtige kleine Information noch, die Rezeptrate bleibt nur so lange im Inventar, solange ihr diesen feinen alten Cheddar habt. Heißt, den solltet ihr im Inventar lassen und nicht versehentlich verkaufen, solange ihr quasi die Rezeptrate benötigt, um die Rezeptfetzen zu bekommen. So, dala, kleines Update zu den Fetzen. Ich bin jetzt bei 29. Und übrigens ist es so, alle 3 Minuten wird einer von diesen Cheddar-Dingern aufgebraucht, während ihr die Ratte hier im Inventar habt. Heißt, ihr solltet ein paar dabei haben. 20 müssten wahrscheinlich reichen. Ich habe ja jetzt ein paar mehr gekauft. Bloß, dass ihr das nicht vergesst, ne, und euch dann wundert, warum die Ratte weg ist. Wenn der Käse aufgebraucht ist, dann ist quasi auch die Ratte einmal weg. Während ihr jetzt hier vielleicht, wie ich, am Warten seid, bis ihr die wieder aktivieren könnt, können wir schon mal lostigern und uns die Mats besorgen, die wir dann brauchen, sobald wir das Rezept haben. Wir können ja bei Kochkunst hier ein bisschen runterscrollen. Da haben wir nämlich auch schon das Rezept. Und ihr seht, wir können dann diesen Käse herstellen. Der ist übrigens auch gebunden an uns, wenn wir den herstellen. Und den brauchen wir ja fürs Achievement dann. Wichtig, wir brauchen verschiedene Materialien. Einmal feiner alter Cheddar. Den können wir ja bei dem Händler in SW kaufen, beziehungsweise überall in der Welt. Und dann gibt es noch ein paar andere Materialien. Goldbarren, naja gut, das kann man einfach mal kaufen, ne, wenn man sie nicht selber herstellen kann als Bergbau. Kann man die ja von Goldklumpen umwandeln in Barren. Und dann brauchen wir noch 2 anderen Käse. Wir haben hier gewürzte reifer Cheddar. Den bekommen wir nur von einer Händlerin. Und zwar bin ich jetzt hier in Legion im Hochberg. Ich kann euch jetzt mal zeigen, also wir haben hier den Hochberg. Ne, dann sind wir hier in Donnertotem, in diesem Haupttab und hier auf den Koordinaten 38, 76 haben wir quasi
ein kleines Häuschen oder mehrere so kleine Zelte, Tippis, je nachdem, wie man die betiteln möchte. Und hier haben wir Sanna drin. Grüße. Und Sanna verkauft uns gewürzte Reifer-Cheddar. Und davon würde ich jetzt sagen, kaufen wir mal ein paar mehr. Bei Addons ist das immer ein bisschen nervig. Also wir brauchen auf jeden Fall 50. Ich kaufe mir jetzt mal 60, dass wir auf der sicheren Seite sind, falls das... kaufen wir uns sogar mal 70, keine Ahnung. Lieber ein bisschen zu viel gekauft, als dass ich dann da nochmal herfliegen muss. Genau. Also das ist schon mal das Erste, was wir holen müssen. Dann brauchen wir ein paar Goldbarren. Die können wir, wie gesagt, im Auktionshaus kaufen. Habt ihr was Antikes zum Tauschen? Goldbarren. Da brauchen wir, glaube ich, einen pro Herstellung. Also da können wir uns jetzt auch mal, sagen wir... Ja gut, es ist anscheinend so, dass 5 rauskommen minimal und man dementsprechend, wenn man höheren Kostskill hat, teilweise auch mehr rauskriegen kann. Aber jetzt, also wenn ich 10 kaufe, dann müsste ich eigentlich hinkommen. Jetzt kaufen wir mal 13 oder kaufen wir mal 15, kommen, sind wir mal nicht so, lieber einen Ticken zu viel gekauft als zu wenig. Dann haben wir das auch schon und dann brauchen wir jetzt noch einen anderen Käse und da sehen wir uns dann gleich wieder. Udala, jetzt müsste meine Ratte nochmal fertig sein. Genau, jetzt können wir es ein letztes Mal einsetzen. Und damit müssten wir dann auch... Ja, hier 30 Dinger haben. Ah, die Ratte verschwindet dann automatisch, sobald man diese 30 Teile hat. Die können wir einsetzen. Und dann gibt es einmal das Rezept. Kreativer Cheddar. Und das haben wir jetzt gelernt. Da können wir jetzt schon mal gucken. Also... Das Gold, ach, das muss ich noch aus der Post nehmen. Also diesen gewürzten, reifen Cheddar habe ich mir jetzt geholt. Feiner Alter, müssen wir jetzt noch ein bisschen was holen. Aber dann habe ich mir dann jetzt Maha noch gekauft. Können wir auch gleich aus der Post holen, die Goldbahn auch. Und hier Zuckerloch Cheddar. Oder Loch Cheddar, keine Ahnung, wie man den ausspricht, egal. Den können wir unter anderem hier einmal in Drustwar holen. Und zwar gibt es einen Händler für Allianz und Horde. Der ist hier unten in Drustwar auf den Koordinaten 20, 45. Das ist diese Pandan-Dame und die verkauft den unter anderem. Da haben wir ihn. Da kaufen wir uns halt auch nochmal ein paar ein. Auf jeden Fall genug. Dann nehmen wir das andere aus dem Postkasten raus und dann können wir hoffentlich ein bisschen was zusammenkochen. Da haben wir was. Übrigens, wenn ihr Horde seid, gibt es den auch in Dazar'alor, den Käse, oder in Arati in der Base, oder gibt es viele Händler. Aber als Allianzler hat man es da tatsächlich ein bisschen schwierig. Gut, jetzt können wir das Zeug ein bisschen zusammenkochen. Und zwar brauchen wir natürlich eine Kochstelle. Haben wir sie. Und wie gesagt, je nachdem, was ihr für einen Kochskill habt, kriegt ihr anscheinend mehr raus, ne? Also ich habe jetzt hier, gut, ich habe einen maximalen Kochskill, kriege aber trotzdem nur 5 raus. Naja, gut, schwierig. Vielleicht müsste man hier noch irgendwie ein Kochzubehör reinmachen, das habe ich tatsächlich jetzt mit dem nicht. Gut, das kochen wir jetzt und danach suchen wir uns ein paar Ratten, hätte ich gesagt. So, dala, jetzt haben wir ja unseren Käse und jetzt müssen wir einfach noch ein paar Ratten finden, die wir, ja... quasi mit dem Käse füttern können. Und da sind wir jetzt gar nicht weit weg von dem Spot, wo wir eben waren. Wir waren ja eben hier oben. Und jetzt hier unten in dem Lager, in dem großen Bereich hier, ne, ich bin jetzt auf den Koordinaten 25, 67, ebenfalls in Drustwar. Und dort sind eigentlich ein Haufen Ratten. Wichtig ist, diese Ratten müssen wirklich Ratte heißen und nichts anderes. Ne? Also die müssen halt genau Ratte heißen, sonst kann man die nicht füttern. Ich habe mir das jetzt auf eine Taste gelegt, füttert die und dann laufen die mir hier quasi einfach hinterher. Und jede Ratte, die man füttert, geht der Counter hoch. Das hat auch keine großartige Abklingzeit oder so. Man muss halt einfach nur Ratten finden, um die zu füttern. Hier in dem Lager sind eigentlich relativ viele. Ich habe jetzt hier gerade bloß ein paar andere Spieler auch noch, die da unterwegs sind. Aber ja, in so einer Viertelstunde kriegt man eigentlich genug Ratten zusammen. Und ja, sobald man die alle gefüttert hat, gibt es dann einmal das Achievement. Und mit dem Achievement gibt es dann zusätzlich noch den Roland, die Ratte, mit dem Koch, mit der Kochmütze auf. Und ja, damit sind wir auch schon durch mit dem kleinen Achievement Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, vielleicht sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin. Ciao.